Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt und unser Thema heute die Herbstfärbung der japanischen Zierkirsche Prunus curilensis brillant. Die Kurilenkirsche, wie sie auch genannt wird, brillant, hat den Namen brillant natürlich nicht vom Laub, sondern von der Blüte, die von rosa auf weiß aufblüht. Aber sie zeichnet sich auch durch die Herbstfärbung aus. Wir haben ganz bewusst jetzt Mitte November gefilmt, wo schon viele Blätter weg sind, um zu schauen, welche Sorten eine relativ nachhaltige Herbstfärbung haben. Und das ist hier bei Prunus curilensis brillant der Fall. Zwar sind schon viele Blätter weg, aber man sieht immer noch genügend dran mit dieser leuchtend orange-roten Herbstfärbung, die aus dem Grün heraus entsteht. Und Blatt für Blatt wird davon erfasst. Man sieht es auch hier, die Färbung beginnt in den Blattspreiten drin und dehnt sich dann aus, um schlussendlich, wie zum Beispiel hier, das ganze Blatt zu erfassen. Prunus curilensis brillant mit dieser schönen Herbstfärbung gehört zu den kompakteren Zierkirschen. Manchmal liest man 1,50 Meter bis 2 Meter, aber man muss schon 2 bis 3 Meter rechnen, wie die werden kann. Man sieht das schon hier in unserer 3-jährigen Versuchspflanzung, dass sie doch 2 bis 3 Meter werden können, aber dann auf dieser Höhe auch gehalten werden können. Nochmals eine Nahaufnahme, hier sich verfärbende Blätter und hier dann die leuchtend orange-rot gefärbten Blätter von Prunus curilensis, der Kurilenkirsche brillant.